Herzlich willkommen zum Seelradio Nummer 19. Und das ist heute mal ein klein bisschen anders als die letzten Male. Und zwar sitzen wir heute vor Ort zu dritt in netter Runde. Und zwar hat uns Richard Jeske zu sich in die Segelschule nach Hamburg zu Well Sailing eingeladen, um einmal ein Thema anzusprechen, das bisher immer ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, das aber auch nicht ganz unwichtig ist, gerade wenn man mal längere Reise unternimmt, nämlich die Frage, wie man eigentlich an Bord mit seiner Crew zusammenlebt, klarkommt, wie man sich organisiert und sein Schiff mit Frieden und Freude in die Welt bringen kann. Gut gesagt. Und Eierkuchen. Und Friede, Freude, Eierkuchen, genau. Also Richard Jeske, der uns hier eingeladen hat, und außerdem dabei ist Mareike Gur. Moin, moin. Die jetzt als Expertin in der Runde von uns dabei ist, denn die hat das alles gerade über eine längere Zeit hinter sich gebracht. Du bist um die Welt gesegelt. Ja, ich habe insgesamt tatsächlich, wir haben das mal versucht nachzuvollziehen, 140 Leute an Bord gehabt. Ui. Mit mir um die Welt. Okay. In welcher Zeit? 4,5 Jahre war ich unterwegs. Ja. Ein halbes Jahr ungefähr im Mittelmeer, bevor es dann wirklich über den Atlantik, durch den Panamakanal, meinen geliebten Pazifik und dann über den Indischen Ozean und über Afrika, Brasilien, Karibik nach Europa zurückging. Und jetzt bin ich im September letzten Jahres, also knapp 4 Monate her, dass ich zurückgekommen bin. Und wie kommt das, dass ich nicht dabei war? Also, ich höre da ja jetzt erst von. Das heißt also, die eigentliche Frage ist, wie sind denn die Leute zu dir gekommen oder wie bist du zu den Leuten gekommen? Das ist schon eine lange Anlaufzeit. Das kann man, glaube ich, nicht so richtig aus dem Boden stampfen. Ich segel ja auch schon seit über 30 Jahren und seit fast, ja gut 20 Jahren auch Charterschiffe und mit Gästen und immer wieder verschiedene Veranstaltungen und Crews. Und so bildet sich nicht nur so ein Fankreis oder Leute, die einfach immer wieder gerne mitsegeln. Das ist eine Kombination. Ich arbeite in den Medien, das ist ein großer Vorteil. Ich kenne viele Leute aus der Charterbranche, die das dann weitertragen. Und so bildet sich dann einfach eine größere Gruppe. Aber manchmal waren es auch ganz, ganz, ganz neue Leute, die von weit außen her gekommen sind und tatsächlich dann durch die Medien davon gehört haben. Ist das denn von irgendjemandem vermarktet worden, oder? Ja, ich habe eine Freundin, die hat eine Agentur und die hat sich dann darum gekümmert. Das schafft man nicht von Bord aus. Wenn man dann auch noch die Ansprache, die ganzen Buchungsunterlagen, alles das unterwegs packen soll, wo man ja meistens gar kein Internet hat, das ist, glaube ich, unmöglich. Kann man denn sagen, dass du deine Weltumsegelung zum Teil dadurch auch finanziert hast? Ja, es war noch anders. Ich habe mir das Schiff ausgeliehen. Das ist ja gar nicht mein Schiff. Ich habe es auch längst wieder zurückgegeben. Und die Firma, der das Schiff gehörte, die hat dadurch praktisch die Kosten auch wieder reingefahren. Also hat die Buchungsgebühren oder die Mitfahrgebühren, die hat die einbehalten und aber auch dafür gesorgt, dass das Schiff fahren konnte und alle Reparaturen. Ich hatte praktisch eine Nullnummer, also keine Einkommen, keine Ausgaben. Also du warst eigentlich quasi die Skipper in deren Auftrag. Genau, aber eben ohne Einkommen, ohne Ausgaben. Ja, ungewöhnliche Konstruktion. Aber ich wollte unbedingt diese Reise auch für mich machen. Ich wollte sie selbstbestimmt machen. Ich wollte nicht angestellt sein. Denn dann kann mir ja wieder jemand sagen, kurz vorm Panama-Kanal, Edge, doch nicht. Mhm. Das war mir einmal passiert. Das wollte ich auf keinen Fall wieder. Denn man gibt ja seine eigene Zeit da auch dabei drauf. Und ich wollte unbedingt in den Pazifik. Das war der das Hauptziel und das konnte ich nur dadurch erreichen, dass ich auch meinen eigenen Plan durchsetze und ich habe natürlich dann auch alles organisieren müssen. Nun hattest du ja schon vorher viel Erfahrung mit Crews, wie du sagst. Also bist viel mit Crews gefahren, auch mit, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch mit Crews, deren Zusammensetzung du nicht unbedingt bestimmen konntest. Genau, viel auch mit fremden Leuten, die man dann tatsächlich erst vor Ort trifft und da gehört immer ein kleines bisschen glückliche Hand von demjenigen, der die Crew zusammenstellt, dazu. Also ich habe auch viel mit einer Agentur gearbeitet oder für die geskippert früher, wo dann vorher ein bisschen Absprache war. Meinst du, das passt? Und kommen die Leute ganz gut miteinander klar? Mal das funktioniert mal auch überhaupt nicht. Manchmal steht eben auch der Buchungswunsch des Anbieters dahinter, ganz klar. Man muss damit ja auch irgendwie die Kosten wieder reinkriegen. Und wenn du so
an deine Weltumsegelung gedacht hast, wie die werden soll und dabei an diese unterschiedlichen Crew-Zusammensetzungen gedacht hast. Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, ich bin nicht so sicher, ob ich das wirklich so will? Hast du da irgendwelche Bedenken gehabt oder war das eigentlich von vornherein eine Sache, wo du gesagt hast, das habe ich schon jahrelang so gemacht, das kriegst du auch hin? Ah, das ist schwierig. Ich glaube, das ist schon eine Mischung gewesen. Einerseits habe ich mir häufiger mal gewünscht, ich könnte ein bisschen freier segeln, auch nicht so viel Fahrplan, denn man muss ja ganz klar dann immer auch an bestimmten Orten sein, um die nächsten Gäste aufzunehmen oder andere ihren Flug erwischen zu lassen nach Hause. Das ist schon eine gewisse Unfreiheit. Das wünscht sich jeder anders, denke ich mal. Gleichzeitig wollte ich aber nicht jetzt irgendwie alleine in der Weltgeschichte rumsegeln, sondern ich teile einfach auch gerne was. Ich meine, es ist ein großes Boot gewesen, 15 Meter lang, 8 Meter breit, also ein Katamaran. Viel Platz, auch darauf ausgelegt, mit Gästen zu fahren. Und es macht auch Spaß. Also mir macht das einfach Freude, wenn andere Leute glücklich sind an Bord. Und jetzt nicht unbedingt je mehr, umso besser, aber mit so 4, 5 Gästen fahren, das ist schon toll. Wenn die sich dann auch noch verstehen, ist das eine gute Nummer. Mhm. Natürlich gab es aber da auch Schwierigkeiten dazwischen, ganz klar. Wir haben jetzt Richard schon ein paar Mal gehört im Gespräch. Ja, aber das ist sollten spannend. Wir bei der Gelegenheit, ja klar, aber vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit kurz nochmal den Bogen machen und vielleicht nochmal ganz kurz erzählen. Du hast da auch ein bisschen was zu, oder beziehungsweise du hast mit Birgit Carstensen zusammen da ein bisschen was geschrieben über die Idee, wie man das dann an Bord hinbekommen kann, dass das alles ganz schön funktioniert und Leute sich ein bisschen verstehen. Ihr habt ein Buch geschrieben. Ja, ich kann aber noch nicht auf eine Weltumsegelung in der Art und Weise zurückgreifen, wie erfahrungsgemäß. Aber wie streckentechnisch wahrscheinlich hast du das auch schon. Ja, das kann sein. Ja. Also, sag mal, über 30 Jahre beruflich segeln steckt als Zeit dahinter von meiner Seite und von Birgits Seite fast genauso viel Zeit mit Arbeit mit Gruppen und Teams und sowas an Land halt. Das Buch heißt Moderne Crewführung auf Sportbooten. Ja. Und modern heißt an der Stelle, ihr habt da ein bisschen euch überlegt, dass es früher mal nicht modern gewesen ist. Also was, das, man muss zu dem Wort modern schon mal sagen, das, was in der Segelszene modern ist, ist ja im wirklichen gesellschaftlichen Leben meist schon 50 Jahre alt. Und so ungefähr auf dem Gebiet bewegen wir uns auch. Also wir haben viele Leute bei uns in den Seminaren und an Bord gehabt, die zu uns gesagt haben, das kenne ich schon alles, was ihr da macht mit Feedback und mit Tagesrunde und sowas alles. Das kenne ich aber nur von irgendwelchen Fortbildungen an Land. Dass man das auch auf dem Boot machen kann, war erstaunlich für die Beteiligten. Die Seefahrt hat offenbar nicht so den Ruf, diese Art von Umgang mit Menschen. Nee, das ist ja eher immer so eine hierarchisch strukturierte, klare Ansage. Da ist dann einer, der sagt, wo es lang geht und einer, der sagt, wir machen das so und so und dann gibt es klare Angaben, jetzt die Segel setzen und du machst das und du machst das und du machst das. Und die Idee, die ihr mit dieser modernen Crewführung habt, ist so ein bisschen von dieser starren Hierarchie, ich sag mal, die ein bisschen aufzuweichen und hinzukommen zu einem Team, das miteinander funktioniert. Ja. Also, ja. Also ich habe schon auch klar gemerkt, natürlich dadurch, dass ich mit dem Schiff auch verwachsener war als jeder andere, dass es einen geben muss, der die Verantwortung trägt. Das ist einfach so. Und das wird immer der Skipper bleiben und der ist dann zum Schluss derjenige, der die Entscheidung tatsächlich trifft. Aber ganz viele Dinge, die früher so mit Backschaft und ganz klaren, festgesetzten Wachplänen und solchen Dingen, da finde ich, sind wir alle ein bisschen flexibler. Also ich auf jeden Fall abgewichen von dem ursprünglich typischen Traditionsgebilde, abgewichen, um ein bisschen mehr Flexibilität und auch mehr Spaß da reinzubringen. Ich habe das ja auch, ich bin ja nun die meiste Zeit einhand unterwegs gewesen, insofern habe ich ja gar keine Diskussionen durchführen müssen. Nicht, ja, das ist tatsächlich wichtig, man muss sich auch für nichts rechtfertigen, man muss sich in keiner Weise irgendwie erklären, außer man muss hinterher sich überlegen, warum es irgendwie schiefgegangen ist und wie man es am besten erklären kann, warum man jetzt doch den Mast gebrochen hat, ohne dass man allzu blöd dabei dasteht. Aber es gibt ja in der Psychologie den Begriff das innere Team. Ja. Also das kann man sich vielleicht auch so vorstellen wie Engelchen und Teufelchen, die dann manchmal so miteinander kämpfen. Mhm. Also wenn man Entscheidungen treffen muss, soll ich das jetzt machen oder soll ich das jetzt nicht machen? Ja. Der eine spricht dafür, der andere spricht dagegen. Das kann man auch nutzen für sich, also wenn man alleine unterwegs ist, dass man, dass so eine Art Methode Sachen
sinnvoll abzuwägen. Ja. Aber das habe ich ja auch, muss ich auch. Ich kann auch nicht alles mit meiner Crew besprechen. Genau. Da kriege ich denen nur Angst, wenn ich denen jetzt erkläre, dass das vielleicht gerade ein bisschen schwierig werden könnte. Richtig. Die kriegen nicht alles mit. Das geht gar nicht. Da gibt es dann auch das innere Team. Ja. Also schon seid ihr euch da einig an der Stelle zu sagen, okay, also einer muss die Mütze aufhaben und dessen Auftrag ist es in erster Linie dafür zu sorgen, dass die anderen auch irgendwie, ja, ich sag mal, heil und sicher rüberkommen. Also bei mir ist es, glaube ich, ein kleiner Unterschied, wenn ich Leute an Bord habe, die auch gut sind, die erfahren sind, die was wissen, dann kann ich sehr viel leichter Aufgaben auch abgeben und brauche mich dann gar nicht mehr drum kümmern, weil ich weiß, das läuft. Ich habe aber natürlich auch ganz, ganz häufig Leute, die eigentlich gar nicht segeln können und die auch wirklich nur kommen, um Urlaub zu machen. Nicht auf allen Strecken, das war ja ganz, ganz unterschiedlich. Aber wenn die geben dann auch, die kommen an Bord und geben die Verantwortung für ihr Leben ab. Mhm. Die sagen, Mareike, du bist dafür zuständig. Sie sagen das natürlich nicht, aber sie fühlen sich auch danach. Und das geht hin bis zu Entscheidungen, die sie sonst immer selber treffen würden, für die sie mich dann plötzlich fragen. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du so Leute an Bord hast, die du so beschrieben hast, dass sie die Verantwortung abgeben? Stresst dich das? Oder Nein, das bin ich gewohnt. Zu Anfang war das ganz, ganz anstrengend für mich. Das war schon in den 90ern, dass ich damit viel Erfahrung gemacht habe. Und das ist ein Beispiel, was ich dann auch gerne immer wieder zu Anfang eines Turns bringe, wo ich dann sage, Leute, ist schön, ihr dürft mich alles fragen und auch zweimal und dreimal. Das ist nicht so, dass man alles gleich behalten kann. Aber überlegt vorher einmal kurz, ob ich diejenige bin, die das besser beantworten kann als jemand anders. Und mein Lieblingsbeispiel ist, ich wurde irgendwann mal gefragt von einer Crew, die natürlich auch selbst kocht und einkauft und macht und tut, aber die mich dann fragte, Mareike, sollen wir die Zwiebeln längs oder querschneiden? Die was? Die Zwiebeln. Ah ja, okay. Ich antworte dann immer, ich hätte sie ganz gerne gewürfelt. Genau. Du kennst die Frage auch. Ich kenne die Frage auch. Ich war, glaube ich, mitten im Motorraum oder irgendwas. Ich hatte wirklich mit dem Schiff zu tun. Und dann wird fast alles auf dich projiziert. Und das finde ich sehr anstrengend. Und das versuche ich, den Crews vorher klarzumachen. Es funktioniert nicht immer, weil sie auch unsicher sind. Die wollen ja auch alles richtig machen. Und die wollen ja auch alles so machen, wie ich das sonst an Bord vorher normalerweise tue. Wobei die Zwiebeln da definitiv ausgenommen sind. Ich habe, als du das erzählt hast mit den Menschen, die gerne ihre Verantwortung abgeben, da kriegte ich sofort ein Stressgefühl im Bauch. Also ich habe mich in deine Lage versetzt und habe gedacht, oh Mann, das möchte ich eigentlich nicht haben. Und ich versuche das immer so zu machen, dass ich bei der Einführungsbesprechung sozusagen, wenn die Leute zuallererst an Bord kommen, die ich meistens auch nicht vorher kenne, dann versuche ich den Leuten zu erklären, das, was ich auch von ihnen erwarte. Und dann kommt so ein Beispiel mit Ausguck, dass jemand hinterm Vorsegel irgendein Schiff sieht, was der Rudergänger nicht sieht und dass es wichtig ist, den darauf aufmerksam zu machen und so weiter. Und dass ich mir wünsche, also ich glaube, ich sage immer wünschen statt erwarten, dass jeder hier an Bord das Seinige dazu beiträgt, sicher zu fahren. Und das heißt, immer dann, wenn ihm irgendwas auffällt, was komisch ist oder irgendwas unlogisch erscheint oder nicht plausibel erscheint, den Mund aufmacht und was dazu sagst. Das glaube ich, ist auch wichtig. Auch die Ermunterung dazu, sich nicht komplett aufzugeben, sondern auch immer, das ist ja ganz wichtig, gerade bei Geräuschen oder so. Genau. Auf dem Cut, das hörst du zum Beispiel nicht, wenn auf der anderen Seite irgendwie die Wasserpumpe leer läuft. Mhm. Also jeder muss auch sagen, wenn irgendwas ungewöhnlich ist oder auch irgendwie. Aber da muss man die Leute auch zu motivieren, dass sie das tun, weil sonst man fällt muss das es ja klar mit der Zeit sagen, so ein bisschen runter. Und das ist bei mir ein bisschen unterschiedlich, je nach Strecke einerseits. Und wenn es eine Art von Ausbildung richtig ist, dann vergebe ich auch klare Aufgaben, wer wo was wofür zuständig sein darf. Und dann wechselt man mal durch. Wenn es jetzt wirklich eher Urlaubsturn ist, ist es relativ easy. Liegt aber natürlich auch immer nur daran, dass man das Schiff auch alleine fahren könnte im Notfall. Wenn es jetzt so lange Strecken sind und wir 14 Tage auf See sind, dann muss jeder auch seine Aufgaben übernehmen. Dann muss derjenige, der für den täglichen Rundgang zuständig ist, das auch klar immer machen. Wenn ich dann merke, es klappt nicht, muss ich da nachhaken. Aber das heißt, ihr habt jemanden, immer eine Person, die für den täglichen Rundgang zuständig ist. Genau. Und wechselt die im Laufe eines Turns? Oder? Das kommt ein bisschen drauf an, wenn ich merke, das ist für den zu viel oder der vergisst das oder so, dann schon. Aber eigentlich versuche ich eine Position beizubehalten, weil man dann ja auch dran wächst. Man kann ja auch viel besser zum Beispiel beim täglichen Rundgang sehen, ob sich jetzt was verändert hat.
Wenn ich diese Aufgabe immer wieder anders vergebe, dann ist der Prozess gar nicht nachvollziehbar. Und das ist wichtig. Löckert sich gerade ein Schäkel oder ist der schon immer so gewesen? Das kann ich besser beurteilen, wenn ich das über eine Woche durchgängig mache. Aber lass uns nochmal zurückkommen auf diese Motivationsgeschichte, wie man Leute so ein bisschen da an der Stelle, ich sag mal, auch zu ermuntert, eben ja, sich nicht aufzugeben, sondern Teil zu werden von dem Team, das dann da an Bord die Crew stellt. Also ich glaube, dass ich relativ schnell merke, wer das will und wer das weniger will. Und auch diejenigen, die das weniger wollen, versuche ich zwar zu ermuntern, aber es gibt ganz viele oder einige zumindest, die sagen, nö, lass mich mal, ich mach das nicht. Und andere, die sich dann auch eher dafür interessieren, mehr lernen wollen. Ich glaube, es ist auch noch ein kleines bisschen Unterschied, weil du sehr viel mehr Segelschüler hast wahrscheinlich, die auch richtig viel lernen wollen. Und ich habe häufiger Leute, die Urlaub machen wollen. Und da ist dann die Lernbereitschaft zwar theoretisch da, aber praktisch soll sie auf keinen Fall irgendwie anstrengend werden. Und das sind dann immer noch so eine kleine Gratwanderung. Ich will ja auch, dass sie was lernen. Ich will ja auch, dass sie selbstständig werden, dass sie auch später Spaß daran haben, selber was zu machen. Und wie muss man sich das vorstellen? Zu welchen Zeiträumen waren die bei dir an Bord? Ja, auch ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Von einer Woche bis 6 Wochen. Okay. Das heißt, bei einer Woche sind sie wahrscheinlich so Tagestouren gemacht oder kann man da auch Tag und Nacht durchfahren? Weniger. Also ich versuche das natürlich auch so ein bisschen dadurch vorweg schon zu filtern, dass ich Turns zusammenstelle, die leicht zu fahren sind, wo dann auch Leute an Bord kommen, die nicht so viel Ahnung haben. Und dementsprechend ist eine Woche, wenn es tatsächlich Tag und Nacht wäre, eher unwahrscheinlich. Aber klar, es gibt auch schon mal so 14 Tage, 3-Wochen-Turns, wo wir 2, 3, eher 2000 Meilen machen müssen. Und dann weiß ich auch vorher ungefähr, wen ich an Bord nehme. Ich versuche das dann klar vorher abzusprechen, also auch mit denen schon ein Telefongespräch mindestens zu führen, um rauszufinden, ob das passt, ob der sich nicht überschätzt. Ich versuche mit denen vorher zu klären, ob sie wissen, worauf sie sich einlassen. Wenn sie sich wirklich raus, ganz weit aufs Meer wagen, dann ist es ja gar nicht für jeden geeignet. Ich weiß nicht warum, aber da kommt sofort die Frage, hast du eigentlich vorwiegend Männer oder vorwiegend Frauen an Bord gehabt? Ich habe tatsächlich im Verhältnis sehr viel Frauen an Bord gehabt. Und wenn man es jetzt richtig durchzählt, sind es über 50% Frauen gewesen, aber nicht zwangsläufig immer für die langen Strecken. Mhm. Also wenn man jetzt den Zeitraum nehmen würde und das zusammenzählen, wären es wahrscheinlich zeittechnisch mehr Männer. Mhm. Also mehr langfristige Turns, die mit Männern gemacht wurden. Ja. Liegt das daran, dass du als Frau von vornherein auch als Skipper da an der Stelle von der Firma, die das betreut hat, ich sag mal, vermarktet wurdest? Oder meinst du, das ist eher so ein Zufall? Nee, ich glaube, dass die Vermarktung habe ich ja fast selbst gemacht. Okay. Ich glaube, es liegt schlichtweg daran, dass ich mehr Frauen in meinem Bekanntenkreis habe, die schon vorher mit mir gesegelt sind, mehr Frauen auch anspreche, die sowas vielleicht mal gerne machen möchten, aber ein bisschen Angst davor haben, dass Männer sich vielleicht anders ansehen, anpacken oder irgendwie ganz andere Dinge erwarten, als sie sich zutrauen. Und da ist man als Frau natürlich schon ein kleines bisschen bevorteilt, Frauen auch anzusprechen, glaube ich. Ihnen Vertrauen zu geben und sie auch dazu zu bringen, selber Dinge zu übernehmen. Oder sich eben auch mal eine längere Strecke auf See zuzutrauen. Wollte ich immer. Ich wollte unbedingt so gerne mal ARC, also Transatlantik, nur mit reiner Frauencrew machen. Bin ich immer knapp gescheitert. Hab dann zum Schluss immer doch ein paar Männer noch dabei gehabt. Aber die Mixtur macht's dann auch eben zum Schluss. Also auf deiner Webseite steht ja zumindest, dass das auch ein Teil deines Programms ist. Absolut, dass du die Frauen auf jeden Fall stärken. Also ich mache das auch, seit ich segeln kann oder mindestens seit 20 Jahren, dass ich versuche, die Frauen noch stärker anzusprechen, weil ich will, dass da mehr, ich nenne es jetzt mal Nachwuchs, aber es sind halt viel zu wenige Frauen, die überhaupt in so verantwortlichen Positionen segeln. Es gibt schon immer mehr und mehr Mitseglerinnen, aber dass die sagen, okay, ich traue mich jetzt und ich bin Skipper und habe die Verantwortung, was ja nicht schwerer ist für eine Frau. Es ist nur der Kopf, der nicht ganz so gerne Verantwortung übernimmt wie der Mann. Da sitzen die beiden Feministen hier am Tisch. Also ich muss sagen,
ich habe in meinem beruflichen Leben auch immer wieder versucht, Frauen als in die Skipper-Rolle zu kriegen. Auch weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die durchschnittlich für meine Zwecke geeigneter sind, weil sie in der Regel umsichtiger sind, nicht zur Selbstüberschätzung neigen, was auf sie ganz gefährlich ist, finde ich, eine der gefährlichsten Sachen überhaupt, wenn man zur Selbstüberschätzung neigt. Und nun ja auch in der Regel sozial kompetenter sind. Und ich habe schön, dass du das sagst. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das wirklich ein harter Job ist. Weil, wie du das eben selber beschrieben hast, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, nicht so groß ist. Und ich weiß noch, in meinen Anfangszeiten Segelschule, da war es noch viel, viel weiter verbreitet als heute, dass es ganz viele Männer gab, die sich von Frauen nichts sagen lassen wollten. Und ich hatte Skipperinnen, die dann immer irgendwann mal gesagt haben, Richard, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ja, das ist nicht einfach. Auf jedem Turn gibt es mindestens einen, der rumzickt, weil er das Problem hat mit einer weiblichen Skipperin. Und irgendwann will ich das nicht mehr. Das ist heute Ein bisschen besser geworden. Es gibt natürlich immer noch eine ganze Menge, die behaupten, sie hätten gar kein Problem damit. Und dann, wenn man länger an Bord ist, merkt man schon, dass das an ihnen nagt. Weil die Tatsache, dass eine Frau was besser kann, ist für einen Mann manchmal einfach noch, natürlich anwesender ausgenommen hier, aber häufig nicht ganz einfach. Ohne, dass du das jetzt weißt. Ne? Nicht, dass wir schon gesegelt haben. Zusammen gesegelt. Ich habe ja auch viele Leute an Bord gehabt, die ganz hohe Positionen in ihren teilweise eigenen Unternehmen hatten, die es ganz klar gewohnt sind, Ansage zu machen und es gar nicht gewohnt sind, Ansagen entgegenzunehmen. Und die trotzdem eigentlich wissen, dass an Bord eben einer zum Schluss die Entscheidung treffen muss. Auch die haben sich damit schwer getan, ganz klar. Mhm. Manchmal kann man das ganz gut wettmachen, dadurch, dass viel Erfahrung, lange Jahre anerkannt werden und eben auch ich das Schiff natürlich am allerbesten kenne, ganz klar. Wer soll es besser kennen als jemand, der da schon so lange mit unterwegs ist? Aber logischerweise gab es da auch immer wieder Schwierigkeiten, auch heute noch, ganz klar. Hast du mal ein möglichst geschickt verschlüsseltes Beispiel, wo sowas deutlich wurde und am besten noch, wie du dann darauf eingehst, auf solche Sachen? Ich habe noch kein echtes Patentrezept. Ja, ich habe noch kein echtes Patentrezept. Das hat leider Gottes eben auch damit zu tun, dass ich auch nur ein Mensch bin und dann bestimmte Dinge auf mich positiv wirken und damit kann ich dann einfach besser umgehen. Und andere Menschen in ihrer, ich nenne es jetzt mal Forschheit, eher ärgerlich machen. Und das wird dann immer schon ein bisschen schwierig. Ganz konkret Beispiele, eigentlich schwer formulierbar, aber es ist ja schon so, dass das ein Prozess ist. Erstmal finden sie das ganz, ganz toll, dass da eine Frau ist, die sowas macht. Haben sie ja vorher noch nie gesehen. Und das ist beeindruckend und sympathisch und toll und ist ja schön. Wir werden eine ganz tolle Zeit an Bord haben. Dann merken sie, dass da vielleicht ihre eigenen Fähigkeiten doch nicht so sind, wie sie sie selber eingeschätzt haben. Manchmal schon auch alleine dadurch, dass man älter wird und eine Brille tragen muss. Das tut einigen auch schon schwer zu akzeptieren für sich selber. Und wenn ich es dann nicht schaffe, genügend Lob aufzubringen, weil diese Person sich eben nicht so verhalten, dass sie das Lob eigentlich jetzt richtig gehend verdient haben, dann wird es irgendwann haarig. Und da bin ich nicht der Mensch für, muss ich klar sagen. Ich bin nicht derjenige oder diejenige, die sagt, ich lobe dich jetzt mal, auch wenn du gerade Mist gebaut hast. Das geht nur, wenn da ein ganz, ganz freundlicher Mensch oder jemand mit einer gewissen Bescheidenheit ist. Und diese Menschen sind dann eben häufig gar nicht bescheiden. Da tue ich mich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mir ganz eigenständig aussuchen könnte, wer mitfährt, dann wären solche Menschen sind eigentlich gar nicht dazu gemacht, an Bord in einem Team sich unterzuordnen. Weil sie so derartig gewohnt sind, die Hosen anzuhaben, dass von vornherein schwierig ist. Also ich weiß schon immer ganz, ganz klar, wenn die Crewliste kommt und wenn ich sehe, wer da draufsteht und da steht irgendwo CEO. Was steht da? CEO, also Chief, nicht nur Unternehmer, sondern einfach
Geschäftsführer ist die Deutsche. Das schreibt man, wenn man segeln will, damit zu. Oder? Ich wollte gerade sagen, das heißt, also, du hast ja vorher von den Leuten so eine Biografie schicken lassen? Oder? Ja, also es gibt ein klares Anmeldeformular, wo dann steht, wer sie sind und grundsätzlich, okay, was sie machen. Da muss natürlich nicht jeder. Aber manchmal kann man auch schlicht durchgoogeln sehen, was dann dahinter steht. Okay. Und Geschäftsführer heißt ja nicht grundsätzlich, dass das jemand ist, der immer nur gewohnt ist. Aber je größer das Unternehmen, umso klarer die Ausrichtung. Und dann kriegen meine Ohren und Sinne schon mal irgendwie so eine kleine Habachtstellung. Und ich versuche dem das für mich schon entgegenzuwirken. Ich wollte gerade sagen, weil das heißt dann ja aber auch, dass du dann ja auch mit so einer Erwartung auf diese Leute zugehst. Also die spiegelt sich dann ja vielleicht. Genau, auch, ich bin dann sicherlich schon ein bisschen voreingenommen und versuche dem entgegenzuwirken. Wirklich offensiv, auch mich selber, da, ich meine, das gelingt ja nicht, zu sagen, ey, ich werde mir überhaupt gar nicht überlegen, wer da an Bord kommt. Das offenbart sich sofort im ersten Gespräch. Mhm. So, und wenn du dann deine Voreingenommenheit entwickelst, das ist ja schlechter, als wenn du vorher, finde ich, darauf vorbereitet bist und versuchst, dagegen zu wirken. Und klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert und fürchterlich psychologisch, aber wir sind ja manchmal 3-4 Wochen gemeinsam an Bord. Das ist schon eine lange Zeit. Und ich habe früher, als ich anfing mit diesen ganzen Chartertouren, gesagt, eine Woche kein Problem, 10 Tage ist gut. Nach 10 Tagen wird es mit dem Zusammenleben an Bord so, dass man sich klar drum kümmern muss. Da kann nichts mehr irgendwie easy laufen und auch nochmal unangesprochen bleiben. Nach 10 Tagen muss man die Dinge auf den Tisch tun. Je länger ich unterwegs bin, umso einfacher kann ich selber schon auch damit umgehen, aber nicht jeder andere an Bord. Und da muss man dann gegenwirken. Deswegen auch zum Beispiel Gesprächsrunden, ganz klar. Mhm. Also was ich mache, ist immer vor Antritt eines Turns alle klar in der Vorstellungsrunde so, dass jeder sagt, ungefähr wer er ist, warum er da ist, was er erwartet. Und dass jeder schon mal, vor allen Dingen auch ich natürlich eine Idee habe, was will der eigentlich, was liegt ihm, was ist ihm wichtig und wo kann man den gut einsetzen, was hat er für Fähigkeiten oder sie. Ich rede jetzt immer nur von Männern, oder? Das wollen wir irgendwie klar mal hier ausgrenzen. Nein, dass jeder so ein bisschen eine Vorstellung hat, was ihn oder sie erwartet. Und dann habe ich eigentlich auch immer morgens zum Frühstück versucht, klarzumachen, wenn irgendwas ist, was besprochen werden muss, dann am Frühstückstisch. Mhm. Leute, hier könnt ihr alles einfach mal darstellen, was jetzt vielleicht, manchmal sind es ja nur so ganz kleine Dinge. Mhm. Die weiß der andere gar nicht. Eigentlich eine schöne Idee, zu sagen, so hier Frühstückstisch ist irgendwie so eine demilitarisierte Zone, wo man einfach mal alles sagen darf. Ne? Mhm. Man muss ja auch zur Diskussion anregen. Man muss, glaube ich, auch den Leuten klar die Möglichkeit geben, mal was auszusprechen, ohne dass der andere sofort negativ reagiert, weil er sich genervt fühlt. Oder eben, weil es sich aufstaut. Also wenn ich jetzt ganz banales, typisches, altes Ehepaarbeispiel, Zahnputzbecher und Zahnpasta-Tube nicht wieder zumachen. Ja, ich weiß, oder Klodeckel. Hast du das an Bord erlebt, dass du da irgendwie plötzlich irgendwo so einen Fall hattest, wo du sagtest, so, oh, das geht mir so auf die Nerven, dass ich immer diesen Putzbecher wegräumen muss? Also jeder hat so seine Eigenheiten, denke ich. Ich zum Beispiel, ich mag es überhaupt nicht in Klobecken reingucken. Finde ich doof. Ja. Finde ich eklig. Also ist doch ganz einfach, den Klodeckel runterzuklappen. Und wenn das jemand nicht tut, dann sag ich ihm das. Ich hab das lieber, wenn der Klodeckel unten ist, dann muss ich nicht in ein Klo gucken. Weil die Klotür ja häufig auch aufbleibt. Ja. Kein Problem. Der andere kann ja gar nicht wissen, dass ich das doof finde, wenn ich es ihm nicht sage. Also muss ich es ihm sagen. Das ist aber nicht für jeden selbstverständlich. Und man hat ja häufiger auch Leute an Bord, die alleine leben. Das heißt, die haben gar keine Kontrollinstanz mehr zu Hause, der ihnen mal sagt, Mensch, ist ja eklig, was du da gerade irgendwie immer vor dir hinrotzt oder was auch immer. Du schmatzt immer beim Essen. Genau. Birgit immer zu mir. Das sind ganz einfache Regeln des Zusammenlebens. In jeder WG zum Beispiel ist das ja auch gang und gäbe. Aber wer lebt heute schon noch in einer WG und geht dann anschließend 3 Wochen segeln? Nicht mehr so viele. Ich dachte immer, die WG ist heute so bis 45, 50 hat mittlerweile ganz normal. Ja, und ab 65 geht es wieder los. Und ab 65 geht es dann wieder los, genau. Zu dem Thema nochmal
Männer, die sich von Frauen nichts sagen lassen wollen. Das war ja unser Ausgangspunkt. Was ich immer problematisch fand für mich war, ist das jetzt eigentlich tatsächlich das, für was ich das halte? Also ist das jetzt, so wie der sich verhält, tut er das deswegen, weil er sich von der Frau nichts sagen lassen will? Oder hat das eventuell noch andere Gründe? Und wenn ich Skipper bin, ist es ja wahrscheinlich nicht so, die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass er Probleme damit hat, sich von Frauen was sagen zu lassen. Es sei denn, ich fahre mit einer Kollegin, das passiert natürlich auch, also einer Co-Skipperin. Und die hat dann natürlich auch ihre Bereiche, für die sie verantwortlich ist, und da muss er sich von der was sagen lassen. Das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist, glaube ich, schon, dass diese Männer auch Schwierigkeiten haben, sich von Männern was sagen zu lassen, aber auch gleichzeitig noch mehr Schwierigkeiten haben, sich das Gleiche von einer Frau sagen zu lassen. Und der zweite Aspekt ist, da sind ja auch viele Männer, die denken, guck mal, das ist aber eine nette Frau und die hat ja noch nicht mal ihren Mann dabei. Jetzt mal gucken, was geht denn da? Also es ist ganz, ganz schwierig, als Frau, die viel segelt und segeln kann, wahrgenommen zu werden und nicht offensichtlich in einer festen Beziehung ist. Das ist, ich bin natürlich nicht freiwillig und natürlich auch stelle ich jetzt auch nicht das kleine Püppchen dar, die schnell irgendwie zu haben ist. Aber von uns gibt's halt nicht so viele. Dementsprechend ist das erstmal, wenn man dann auch noch ein offener Mensch ist, fühlen sich viele dadurch auch animiert zu glauben, das wäre jetzt irgendwie vielleicht die beste Möglichkeit, demnächst segeln zu gehen. Nur mit mir. Und das ist schwierig. Das ist häufig natürlich etwas, was ich dann abweise. Mhm. Eine Zurückweisung ist für einen Mann grundsätzlich schwer. Und dann schlicht das häufig. In so einem Umfeld, wo man ja auch nicht dann irgendwie sagen kann, ich gehe jetzt mal für die nächsten 3 Wochen in die Kneipe, sondern man ist dann ja immer noch auf dem Schiff zusammen unterwegs. Ne? Ja. Genau. Hast du da manchmal Situationen gehabt, wo du gedacht hast, hätte ich das bloß lieber nicht alles gemacht hier? Hast du da mal in deiner Kammer gesessen und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen? Ja, es gibt schon so Momente, wo du denkst, boah, jetzt wäre ich auch gerne mal ganz alleine. Schon, natürlich. Aber ich glaube, ich habe auch so ein bisschen was wie eine kleine Elefantenhaut entwickelt und gemerkt, irgendwann geht ja alles auch vorbei. Also dieser Faktor, hey, das ist jetzt nur noch 2 Wochen, das stehe ich schon durch, der ist ganz, ganz wichtig. Wenn man sich das irgendwie klar macht, dann geht das. Aber es ist natürlich nicht toll. Also du willst ja auch eine gute Stimmung an Bord haben und du versuchst sie ja auch immer wieder irgendwie zu verbessern, wenn sie mal irgendwann nicht gut ist. Wir reden jetzt zu viel über die negativen Dinge. Das sind ja ganz, ganz häufig auch tolle Situationen. Und es gibt genügend Crews, wo ich anschließend echt traurig war, dass sie nach Hause gefahren sind. Das wäre jetzt eine weitere Frage. Ja. Das ist eigentlich der überwiegende Teil. Und sonst würden wir das alle, glaube ich, überhaupt nicht machen. Ganz ehrlich, das ist ein Knochenjob. Der ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ohne Urlaub, ohne krank sein dürfen, ohne alles. Und wenn keine Gäste an Bord sind, dann reparieren wir uns durchs Schiff. Das ist nicht sehr erholsam. Ich habe mal eine Mitseglerin gehabt, die hat mir eine Schlüsselinformation gegeben. Eigentlich eine ganz selbstverständliche Sache, aber die kam in dem Moment so in meinen Kopf, dass ich sie nie wieder vergessen werde. Ich hatte auch Stress mit irgendjemandem an Bord. Und das drückte richtig auf die Stimmung. Und dann drückt es ja auf die Stimmung von allen. Und da sagte die irgendwann mal zu mir, Richard, sag mal, du musst dich doch jetzt nicht nur um diesen einen Kerl da kümmern, der dir die Stimmung versaut. Du hast doch den ganzen Dampfer voll netter Leute, kümmere dich doch mal lieber um die. Wohl wahr. Ja. Und das war für mich eine Schlüsselinformation. Damit, das hat mich über ganz viele Situationen gerettet, die ich ohne diese Information nicht gekriegt hätte. Finde ich auch ganz wichtig, denn man ist ja für die gesamte Crew zuständig. Ja. Und wenn jetzt einer querschießt, dann ist es schon auch manchmal so, dass man versucht, den wieder zu integrieren. Und der schießt ja auch nicht nur gegen mich, sondern der schießt dann ja häufig auch gegen alle, weil er sich dann ausgegrenzt und selber ausgegrenzt fühlt und irgendwie. Und wenn man irgendwann merkt, hey, das schaffe ich jetzt nicht, den wieder komplett zu integrieren, dann muss der eben schlichtweg auch mit seiner Rolle klarkommen und der Rest der Crew darf dann wenigstens entspannt weitersegeln. Denn nichts ist schrecklicher, als wenn alle sich dadurch total den Urlaub verderben lassen. Und das passiert schnell, wenn man das zulässt. Ja. Und deswegen habe ich auch nicht mehr die Hände zu sagen, gut, wenn du denn unbedingt willst und ich ja auch irgendwie feststelle,
dass das mit der Teamfähigkeit nicht ganz so klappt, wie der sich das vorher auch so vorgestellt hat, dann muss er eben einfach auch da ein bisschen sich zurücknehmen, Punkt. Und dann müssen die anderen auch genügend Gewicht haben. Das geht ja nicht. Denn diejenigen, die sozial sind, die nehmen sich dann zurück und sagen, na gut, jetzt gucken wir erstmal, dass der da irgendwie wieder zufrieden ist. Das ist es ja nicht. Wenn jemand immer das letzte Stück Fleisch auf den Teller nimmt, dann werden alle anderen irgendwann verhungern. Mhm. Das geht nicht. Ein bisschen übertrieben, gebe ich aber zu. Aber hübsches Bild. Aber es gibt ja so Menschen, die sind einfach gewohnt, immer irgendwie auch das letzte Wort zu haben. Können wir noch mal einmal kurz einen scheinbaren Bruch machen, aber das hängt noch mit dem zusammen, was du vorhin erzählt hast. Du hast von dieser Frühstücksritual erzählt, sag ich mal. Hast du noch mehr solche Instrumente gehabt, wo du sagst, das machen wir regelmäßig, um das Team zu stärken? Also das mit dieser Frühstücksrunde hat zugegebenermaßen ja auch nicht immer durchgängig geklappt. Denn wenn man längere Strecken fährt, dann wird das Wachsystem alleine dafür sorgen, dass gar nicht alle am Frühstückstisch sitzen. Mhm. Und das ist ein bisschen schade, weil genau da ist es eigentlich wichtig. Abends haben wir schon versucht, immer alle gleichzeitig zu essen. Und dann ist auch die einzige warme Mahlzeit an Bord. Und da kann man es theoretisch leichter machen. Aber morgens ist es sehr viel frischer. Da ist jeder einfach auch noch irgendwie ein bisschen aufgeräumter. Abends hat sich sowas gegebenenfalls schon potenziert. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann nicht in so einer aufgeladenen Stimmung über Dinge spricht, sondern eigentlich ein bisschen entspannter. Mhm. Insofern hat es nicht immer so durchgängig, ich habe es nicht immer so durchgängig einhalten können, wie ich mir das gewünscht habe. Aber trotzdem ist das so ein klarer Grundsatz, der auch bleibt und dabei bleibt. Und weitere Geschichten sind für mich eigentlich ein bisschen sowas wie zum Beispiel eine lockere Backschaft. Ich bin nicht jemand, der sagt, heute du, morgen du und das gibt einen festen Plan. Sondern ich gucke, wer hat Spaß dran zu kochen. Es gibt viele, die sagen, ich kann nicht so gut kochen, ich wasche dann lieber ab. Und wenn sich das nicht zurechtruckelt, wenn es nicht irgendwie ein Gleichgewicht gibt, dann erst einzugreifen. Das ist jetzt keine Regel, so wie du sie jetzt gerade abgefragt hast, aber das finde ich irgendwie angenehmer, als das klar einzuteilen und dann irgendwie jeden dritten Tag irgendwas zu essen, was nicht schmeckt. Mhm. Denn Essen ist ja gerade auf längeren Touren ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor. Ja. Und wenn sich das jetzt, wenn das erforderlich ist, einzugreifen, wie würde so ein Eingreifen aussehen? Schlägst du dann einen Plan vor oder? Na, ich versuche schon erstmal mit den Leuten alleine zu reden. Also erstmal denjenigen, der dann sich nicht einbringt oder zu wenig macht oder eben auch mal querschießt und ein anderes Crewmitglied irgendwie unfair behandelt. Ich versuche mit dem erstmal direkt zu reden. Okay. Funktioniert natürlich nicht immer, weil das mit der Einsicht ist auch bei mir nicht immer ganz klar. Jeder hat so seine Grenzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann versuche ich schon eine richtige Gesprächsrunde einzuführen und sagen, pass auf, du hast gesagt, das hört sich dann natürlich richtig immer so ein bisschen wie so ein Schlichtungsgespräch an, muss es aber sein. Und dann versucht man dem auch auf den Grund zu gehen. Und meistens sind es ja Missverständnisse. Das meiste im Leben entsteht durch Missverständnisse. Mhm. Ich habe gedacht, dass du, nee, das meinte ich doch eigentlich ganz anders. Und wenn du das ein bisschen klarer gesagt hättest, hätte ich. Mhm. Also kann man relativ viel auch durch Gespräche einfach lösen. Mir fällt aber ein, wir hatten einen Chan, vor 2 Jahren war das gerade. Da gab es einen Crewwechsel und in der Crew davor hatte sich so eingespielt, es gab Leute, die hatten überhaupt keine Lust zu kochen. Und da wurde dann auch diese Regelung mit Abwaschen und so. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und bei der nächsten Crew, da wurde dann der Neue, der da kam, automatisch eingruppiert in einer von denen, die nicht kochen wollten. Und der hat sich am Ende des Turns darüber beschwert, dass er nicht kochen durfte. Falsches Timing. Ja, ja gut. Das ist so eine Art von Missverständnis, wie sie passieren kann. Ja. Aber es ist schon wichtig, dass man die Erwartungen dann an der Stelle einfach, wie gesagt, wenn einer neu an Bord kommt, muss man sich mit dem erstmal fragen, über seine Erwartungen unterhalten. Ja, deswegen ist ja auch diese Vorstellungsrunde, finde ich, so wichtig. Ich muss ja klären, wird jemand schnell seekrank? Wer wird nicht seekrank, kann sich gegebenenfalls um den kümmern.
Wer kann gleich von Anfang an kochen? Manche können dann eben nach 2-3 Tagen auf See erst anfangen zu kochen, weil sie dann stabil sind. Und auch mein Wachsystem basiert ja auch ganz klar darauf, wem ich was zu Anfang zumuten kann. Und manchmal funktioniert es so, wie man besprochen hat, manchmal funktioniert es nicht und dann muss ich eben Überstunden machen. Das ist dann anstrengend, das dann raubt mir ja viel Schlaf und alles das, was ich gefährlich finde, ist, wenn ich müde werde. Kannst du zu dem Wachsystem kurz was sagen, wie das bei dir organisiert ist? Ja, das ist auch unterschiedlich. Ich habe da auch kein strenges Muster. Es kommt klar darauf an, wie viele Leute wir sind. Mhm. Und wenn es genügend Leute sind, so dass man Zweierwachen machen kann, dann fahre ich das natürlich gerne. Häufig sind es aber gar nicht genügend. Mhm. Und dann versuche ich nach relativ kurzer Zeit Einzelwachen zu organisieren. Also spätestens nach 2 Tagen kann sogar jemand, der gar nicht so viel Ahnung hat, auf einer recht geraden Strecke nachts zumindest so weit Wache halten, dass er mir sofort Bescheid sagt, wenn irgendwas komisch ist. Und das geht dann wirklich so weit, dass man auch keine Segel eigenständig irgendwie bedient oder verstellt oder irgendwelche Manöver macht, sondern immer, wenn was ist, Mareike Bescheid sagt. So, und dann kann man locker 3 Stunden chillen. Ist ja auch nicht kalt, ne? Auf meiner Barfußroute wird es ja nie irgendwie nachts kalt. Mhm. Also kannst du auch gut 4 Stunden machen, aber irgendwann wirst du mal ein bisschen müde. Mhm. Also ist 3 immer gut. Wenn wir zu wenige waren, auch mal 4 selten. Eigentlich meistens 3. So, und wenn ich nur zu zweit unterwegs war, beispielsweise Galapagos Marquesas, das ist schon mit die längste Strecke, 3000 Meilen, waren wir zu zweit. Und da habe ich eigentlich das Wachsystem komplett aufgehoben und habe gesagt, jeder macht so lange, bis er müde wird. Und wenn er müde wird, weckt er den anderen, dann hat er wenigstens schlafen können. So haben wir das zu zweit tatsächlich auch gemacht, was wir gesagt haben. Also wir haben es noch mit einer Stufe dazwischen. Wir haben gesagt, jeder mindestens 3 Stunden und dann so lange, bis du keinen Bock mehr hast. Ja, und das sind dann häufig 4, 5, sogar mal 6 Stunden gewesen, die der andere dann schlafen kann. Ja. Und das ist echt Gold wert. Aber was sag mal, du sagst immer zu zweit. Insgesamt die Crew 2 Leute oder pro Wache 2? Nein, insgesamt 2. Also diese davon, wo ich jetzt gerade... Also immer einer Wache, einer schlafen. Ja. Ja, okay. Habe ich das doch richtig verstanden. Genau. Also das ist nicht so häufig gewesen, dass ich nur zu zweit war. Dass wir nur zu zweit waren. Aber gerade diese lange Strecke zum Beispiel, das ist die beste Einteilung. Ich kenne auch Paare, die... wo er die ganze Nacht durchmacht und sie den ganzen Tag. Mhm. Finde ich ein bisschen unglücklich, weil ab und zu brauchst du dann so ja selten. Doch mal. Erstens das, ja. War das sowieso. Also bei so langen Touren, wenn du nur zu zweit bist, dann, wenn du Freiwache hast, versuchst du zu schlafen. Das ist so. Ja. Essen noch zusammen. Aber dann willst du natürlich auch am liebsten jemanden dabei haben, der, ich sag mal, ein bisschen auch das Ding alleine dann genau, fahren anders kann. Geht's nicht. Der kann sich dann nicht bei jeder Kleinigkeit wecken. Genau, ja. Das heißt, an der Stelle hast du dann vorher ein bisschen ausgesucht, wen du da... Also diese alleinige lange Tour, da hatte ich eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen Glück. Das war nach kurzer Zeit so, dass wir wirklich vielleicht nicht beide die komplette Verantwortung übernehmen mussten. Geht ja auch gar nicht, einer muss es zum Schluss dann entscheiden. Aber schon sehr viel Kompetenz da war und das war ein Glücksfall. Mhm. Ich bin ja auch Touren alleine gefahren, aber eigentlich nie mehr als eine Nacht durch. Mhm. Schlichtweg aus dem Müdigkeitsfaktor. Deswegen würde ich eigentlich auch keine Crossings freiwillig alleine machen, weil ich glaube, man wird einfach zu müde. Aber das ist Ansichtssache und also vielleicht finde, auch Trainingssache. Man kann das super alleine machen, aber es ist halt natürlich immer mit ein bisschen Training verbunden. Da muss ich da schon ein bisschen dran gewöhnen erstmal. Viel Vertrauen in Alarmsysteme, denke ich mal. Und innere Alarmsysteme. Innere Alarmsysteme sind natürlich eine ganz wichtige Sache. Also das, ja, aber das sind ja gerade die gefährlichen, die dich nicht schlafen lassen. Also mich zumindest. Ich hatte gerade so ein Erlebnis in Düsseldorf gehabt, wo mich jemand ansprach, das war so ein Vertreter, der so ein Mittel zum Wachbleiben verkauft, irgendwas, was ich dann in seinen Tee kippen kann. Oha. Und dachte, oh, das ist hier für euch Einhandsegler, ist das doch das Beste und überhaupt, und das ist doch perfekt. Und dann sagte ich zu ihm so, ja, aber weißt du, das Problem ist, selbst wenn das funktioniert, dann bin ich eine Nacht lang wach, aber dann bin ich die nächsten 2 Tage total fertig. Ja, genau. das nützt mir überhaupt nichts. Ne? Also gerade so ein Einhandsegler sollte möglichst das nicht machen. Nee. Aber wir wollten uns ja auch eigentlich eher wieder ums Thema Crew
widmen. Ich muss nur der Vollständigkeit halber nochmal zwischendurch fragen, das, was du jetzt die ganze Zeit erzählt hast, geht immer davon aus, dass der Autopilot fährt, oder? Ja, ja. Ja, okay. Ganz klar. Also der Autopilot ist für mich mit das allerwichtigste Ausrüstungsteil eines Bootes auf langer Fahrt. Ja, okay. Das wollte ich nur nochmal. Ach, ja. Das war jetzt nicht, das war off record. Auch vielleicht das. Nö, ja, auch ich find, das gerne passt doch ja. Ich wollte das nur jetzt eben zwischenschieben. Jetzt haben wir nur vorher und hinterher, jetzt bist du jetzt entspannt mit dem Schneiden. Bevor du jetzt anhiebst, wollte ich das nur dazwischen geschoben haben. Okay. Also ich habe ja auch längere Touren gefahren ohne Autopilot, zum Beispiel ARC. Da fährst du zwar nicht Regatta, aber du willst schon so schnell wie möglich segeln. Und da haben wir dann eben natürlich immer Zweierwachen auch gehabt. Auch da war der Autopilot häufiger mal an. Aber auch so ein Autopilot geht ja mal kaputt. Was ist dir passiert? Das ist oder? Ja häufig so, dass diese Bürsten und diese Kohlen dann im Eimer sind, abgenutzt sind. Und ja, dann kannst du machen, was du willst. Dann will er einfach nicht mehr. Und dann muss selber gesteuert werden. Mhm. Das geht nicht. Also alleine unterwegs mit Autopilot keine Chance. Gar nicht mit so einem großen Schiff. Ohne Autopilot. Ohne, habe ich ihr mitgesagt? Ja. Ohne Autopilot. Und zu zweit ist das auch höllisch. Mhm. Höllisch. Das Freundin von mir ist das passiert. Die hat natürlich alles irgendwie gerade neu gemacht vor der RC und so nach 1000 Meilen ist ihnen die Elektrik komplett weggesackt. Und die waren zu zweit an Bord und haben die letzten 2000 Meilen komplett mit Hand steuern müssen. Das ist höllisch. Ja. Da lobe ich mir die Windsteueranlage. Ja. In meinem kleinen Einrumpf. Ja, das ist auf dem Cut leider nicht so umsetzbar. Ja. Wünsche ich mir noch. Das hat mich doch sehr... sehr entspannt, einfach nicht auf den Strom gucken zu müssen. Vor allem, weil dieser Autopilot auch in einer Tour immer da hinten am Rumraddern war bei mir. Aber wenn ich dann mal den elektrischen benutzte. Ich würde ganz gerne noch mal ein ganz bisschen zurückkommen auf das Thema, wer eigentlich, ich sag mal, sich auf so einem Turn als Mitsegler einschreibt und für wen sowas eigentlich interessant ist. Also du hast gesagt, die meisten Leute, die kamen, waren eher so im Urlaubsmodus und gar nicht so sehr im, ich will was lernen von so einer Tour. Unterschiedlich, also auch nach Turn. Ne? Jemand, der einen Ozean, der kommt, um mit mir einen Ozean zu überqueren, der kommt nicht nur, um Urlaub zu machen, sondern das Erlebnis, die Erfahrung, auch ganz viel segeln wollen. Muss ja auch nicht immer unbedingt ein Widerspruch sein, ne? Nee, also es gibt absolut. Ja verschiedene Arten, Urlaub zu machen. Ja. Genau, und es gab auch Leute, die fast keine Erfahrung hatten, die mit mir Indischen Ozean zum Beispiel. Und das war kein Problem. Das hat ja ganz viel mit der eigenen Flexibilität zu tun, damit, was man sich vorstellt, was einen erwartet. Mhm. Es gibt auch Leute, die machen das nur, um ihre Bucketlist abzuhaken. Was heißt das? Was das ist so eine, einmal im Leben über den Indischen Ozean gesehen. Genau, alles, sein. Was ich getan haben will, ach so, bevor ich Bäumchen gepflanzt und einen Sohn gezeugt. Und einmal über den Ozean gesehen. Genau. Before you kick the bucket. Deswegen teile ich das ein kleines bisschen ein. Ich habe auch versucht, den Turns, den verschiedenen Abschnitten oder Legs oder wie auch immer man es nennen mag, mit Farben gekennzeichnet sozusagen Schwierigkeitsgrade zuzuordnen. Mhm. Sodass man klar sagen konnte, pass auf, da kann auch jemand mitfahren, der eigentlich gar nicht weiß, worum es geht und der einfach nur mal das probieren will und Spaß haben will. Da eignen sich natürlich Karibik super, kurze Distanzen. Oder einfach manchmal habe ich auch so Roundtrips gemacht, damit Leute kurze Distanzen fahren können. Denn jeder, der noch nicht segeln war, für den ist ein Nachtturn eigentlich schon wieder ein bisschen too much. Oder aber auch genau das, was dann so dieses extreme Wow-Erlebnis. Ja, schon, aber es kann eben auch nach hinten losgehen. Und das kann ich mir ja gar nicht erlauben. Ich muss ja auch immer vorwärts fahren. Ich muss ja auch wieder den nächsten Turnhafen erreichen. Ich kann ja nicht zwischendurch nochmal sagen, oha, das klappt jetzt mit dieser Crew nicht. Mhm. Deswegen habe ich versucht, dass derjenige, der das bucht oder auch derjenige, die Agentur, die dann mit den Leuten spricht, denen klarzumachen, pass auf, das und das steht hier an, ist das wirklich was für euch? Oder solltet ihr lieber einen anderen Turn buchen? Beispielsweise im letzten Jahr war das ganz schwierig, weil das sehr voll war. Und dann gab es Leute, die unbedingt mitfahren wollten, aber für die der richtige Turn eigentlich schon gar nicht mehr gegeben war.
Und ich habe zum Beispiel von Lissabon nach Brest. Also theoretisch fährt man gegen den Nordwind nach Norden und noch über die Biskaya, insgesamt um die 800 Meilen. Also eigentlich gar keine easy peasy Strecke, sondern schon was für richtige Segler. Da habe ich zwei Leute an Bord gehabt. Er war, glaube ich, 78 und sie war 74. Gar keine Segler. Waren früher so ein bisschen blaue Reise in der Türkei auf einer Gullit schon mal gewesen. Hatten im Grunde genommen keine Ahnung, was auf sie zukam. Konnten aber nur noch oder wollten unbedingt diesen Turn buchen. Ich hatte total Bammel davor. Bevor die an Bord kamen, dachte ich, oh Gott, wie soll das denn werden? Das könnte jetzt passieren, dass das das erste Mal ist, dass ich Leute von Bord schicken muss, weil es einfach für sie nicht geeignet ist. Und es war toll, es hat so viel Spaß gemacht. Wir hatten ganz viel Glück mit dem Wetter. Und natürlich fahre ich dann ganz vorsichtig. Klar, ich fahre natürlich auch nur dann über die Biskaya, wenn es relativ easy ist. Die hatten sich das ganz anders vorgestellt. Sie hatten jetzt auch irgendwie nicht so richtig begriffen, dass sie da mal 2, 3 Tage auf See sein müssen. Aber es hat wunderbar geklappt und ich habe auch selber meine eigene Meinung wieder so ein bisschen revidieren müssen, was machbar ist und was Tja, möglich man ist. weiß es vorher nicht. Nee, aber natürlich, je älter die Leute werden, umso mehr muss man schon, oder glaube ich, dass man auf sie aufpassen muss, dass sie sich nicht so viel zutrauen können, dass sie nicht so flexibel sind. Und manchmal überraschen einen solche Menschen dann eben Also auch. Überraschungen gibt es Toll. immer wieder. Ich habe Ja. in Honduras auf den Bay Islands zwei Österreicher kennengelernt, die also auch schon jenseits der 70 gewesen. Und wir haben dann da so eine kleine Wandertour gemacht, da auf Guanaja, da so ein bisschen so die Wasser, so einen Wasserfall hochgeklettert und so. Die haben uns, also erstmal haben sie uns alle abgehängt. Wir waren so schnell da oben auf diesem Ding drauf, als wir noch überlegt haben, wie wir da überhaupt hochkommen. Gut trainiert, Ja, dann haben wir so ein bisschen geplaudert unterwegs und dann erzählten sie, ja, sie waren jetzt gerade ein paar Jahre in Brasilien gewesen und haben ihr Schiff da liegen lassen und sind so ein bisschen durchs Land getrampt. Und jetzt sind sie gerade auf dem Weg nach Florida und da warten schon zwei Motorräder auf sie und dann fahren sie mit dem Motorrad von Florida nach Alaska. Wo man dann auch denkt, Wow. ne, so, das ist, so stelle ich mir das vor, wenn ich mich jenseits der 70 bewege. Wünschenswert, ja. Soll das gerne so sein? Nee, Überraschungen gibt es immer wieder, aber ich glaube, du hattest so ein bisschen so gesagt, du hattest schon so befürchtet, dass du die vielleicht gar nicht mitnehmen kannst oder irgendwie sowas. Oder wieder wegschicken Oder muss. wieder wegschicken musst, dass das für die nicht so ein geeigneter Turn ist. Ist das nicht vielleicht auch genau der umgekehrte Effekt davon, wenn du sagst, du guckst dir vorher so ein bisschen die Leute an, dass du, ich sag mal, wenn du dich einfach überraschen lassen würdest, vielleicht gar nicht erst vorher dir solche Gedanken machen müsstest. Kann ich nicht wirklich beantworten. Vielleicht hast du recht, vielleicht bereite ich mich manchmal auch zu sehr vor, das mag schon sein. Aber ich glaube, man muss eben auch bestimmten Dingen ein bisschen Rechnung tragen. Also ich muss ja auch planen, wie kann ich, normalerweise hätte ich in Lissabon gesagt, so, sofort raus und wenn das Wetter gut ist, hoch, so viel wie möglich hochfahren. Das kann ich ja nicht mit Leuten, die noch nicht segeln können. Da muss ich den ersten Tag mindestens erstmal irgendwie ein paar Meilen machen, so dass die Vertrauen ins Schiff kriegen, dass sie irgendwie überhaupt wissen, wo rechts und links ist. Aber ist das nicht so generell sinnvoll? Mache ich meistens, ja. Nur wenn die Wettersituation es eigentlich vorgibt, dass du sofort losfährst Dann wartet und du man doch, bis weißt, du das Wetter hast schlecht wird. ja, genau. Aber du hast die Crew dafür, dann machst du das eben auch. Und wenn du sie nicht hast, nein, nein, also generell sage ich schon immer, der erste Tag muss ruhig und die müssen ja auch akklimatisiert sein. Manchmal ist es viel Zeitumstellung, jetzt nicht gerade in Lissabon, aber auf anderen Touren sind sie ja gerade aus dem Flieger gestiegen, da kann man nicht jetzt schon dann Gas geben. Langsam angewöhnen. Und ich habe manchmal auch mir selber dann wieder auf die Finger klopfen müssen und mich daran erinnern, dass es für viele ja auch ganz ungewöhnlich ist, in die Tropen zu reisen, dass die das noch gar nicht so kennen. Das ist lustig, weil was du gerade eben gesagt hast, das habe ich von vielen unterwegs gehört, die gelegentlich mal Crews mitnehmen und die also immer genau den gegenteiligen Effekt hatten. Die also immer dieses, die Leute sind aus dem Flieger gestiegen und wollten am nächsten Tag los. Ne? Und dann meistens waren es dann die, die an Bord waren, die dann erstmal so ein bisschen runterbremsen müssen und sagen so, okay, wir müssen jetzt erstmal nochmal einkaufen gehen und,
dann können wir mal das Schiff angucken, dann drehen wir mal eine kleine Runde, das ist eben ein bisschen akklimatisiert und so. Und die wollten immer am liebsten gleich sofort los. Also da sagst du, das ist bei dir genau umgekehrt. Nee, ist ja eher ich die, das dann bremst. Weil ich weiß, dass das sofort los eben gar nicht wirklich funktioniert. Ja. Es funktioniert 1-2 Stunden, das ist total toll. Und dann klappen die zusammen, weil sie ja völlig übermüdet sind, sie sind total gejetlaggt, sie sind eigentlich überhaupt auch noch gar nicht gewohnt, diese Temperaturen. Und dann, da muss man dann einfach ein bisschen vorsichtiger sein, ja. Sag mal, bist du mit richtigen Freunden auch zusammengesegelt? Oder weil das war aus deinen Schilderungen nicht so ganz zu erkennen. Also, dass du teilweise mit Leuten gefahren bist, die du kennst. Das kann ja auch sein, dass du die im Rahmen deines Jobs kennengelernt hast. Oder eben auch mit richtigen Freunden. Also, es war eine Mischung, ja. Es war ja sogar so, dass meine Mutter 5-mal dabei war. Ganz, ganz toll. Sie ist nicht die große Seglerin. Sie hat dann häufig auch sich ein bisschen zurückgehalten aus dem Seglerischen so. Aber sie hat das immer total genossen und es war einfach sehr, sehr schön. Also ich hatte ja auch die Möglichkeit, Freunde und Familie mitzunehmen, ohne dass die zahlen. So, das war so ein bisschen mein Ausgleich für den Job. Und so sind eben auch verschiedene Freunde dabei gewesen, die ich schon ganz lange kenne, mit denen ich auch schon viel gesegelt bin. Ah, okay. Aber dann erübrigt sich meine Frage schon, die ich dann Naja, der Großteil war schon das, was wir üblicherweise Gäste nennen. Und die auch dafür bezahlt haben und wo ich dann natürlich auch eine Art von Dienstleistung entwickle oder einen Anspruch von mir entwickle, weil ich weiß, dass die viel Geld dafür bezahlt haben. Du bist dann Reiseleiter, ne? Ja. Ja, und ich will auch nicht nur, dass es denen gut geht, sondern dass es denen gefällt, dass sie wiederkommen, dass das Schiff in Ordnung ist. Das sind ja ganz viele Aspekte, die dann damit rein, die mich auch stressen, ganz klar, die damit aber reinspielen, dass das alles gut läuft. Du wolltest eben in eine andere Richtung so ein bisschen gehen. Ja, ergänzend einfach nur. Also meine Frage ist, ob das, wie das mit den Freunden alles so gelaufen ist, weil nach meinen Erfahrungen das nicht selbstverständlich ist, dass man in Anführungsstrichen nur, weil man befreundet ist, auch gut an Bord miteinander klarkommt. Das kann auch ins Entgegengesetzte gehen. Deshalb, wenn man natürlich mit Leuten gefahren ist, mit denen du vorher schon viel gefahren bist, dann ist das eine andere Situation. Ja, das ist einfach die Frage. Hast du das, also durch die Bank positive Erlebnisse gehabt oder hast du auch gedacht, Mensch, das war doch schwieriger, als ich dachte, wenn man mit guten Freunden losfährt? Nee, ich kenne das auch von Erzählungen anderer, die dachten, Mensch, die kenne ich doch gut, die Freunde, und sie dann an Bord sich ganz anders entwickelten. Aber ich glaube, die Situation entsteht eher dadurch, dass diese Freunde dann an Bord kommen, häufig dafür nichts bezahlen beispielsweise. Und dass derjenige, dem das Schiff gehört und der das ja auch alles bezahlt und der das auch alles irgendwie vorbereitet, den jetzt im Endeffekt einen perfekten Urlaub bietet und manchmal nicht oder die Ansprüche der Leute dann manchmal auch zu hoch sind. Das heißt, das, was sie erhalten, nicht genügend würdigen manchmal. Denn es sind ja häufig auch Schiffsführer, die sich das auch absparen von allem, was sie irgendwie und manchmal gar nicht bezahlen können. Und wenn dann jemand als Freund an Bord kommt und sagt, Mensch, wir kennen uns doch gut, und als erstes lässt er immer die Windschurbel ins Wasser fallen, ohne zu sagen, oh, schiede Mensch, das ersetze ich dir natürlich, sondern da gibt's dann Reibereien. Das ist viel, viel, viel schneller, wenn man nicht so klare Verhältnisse hat. Man hat nicht diesen im Endeffekt Chartervertrag oder mit Seglervertrag, wo vielleicht auch drin steht, pass auf, wenn dann. Unter Freunden denkt man immer, man kann das ja irgendwie so lösen. Und die Situation habe ich eigentlich selten gehabt, weil auch alle Freunde, die an Bord kamen, selbst wenn sie nichts bezahlt haben, waren eben Mitsegler. Punkt. Es waren eine klare Verhältnisse. Also war auch vorher mit denen so geklärt. Genau, manchmal mussten die ja sogar so eine Anmeldung unterschreiben, wo dann schlichtweg auch bestimmte Haftungsdinge geklärt werden und solche Sachen. Ich glaube, da bin ich dadurch alleine schon einfacher damit klargekommen. Die Situation entsteht auch bei den Leuten, die eben nicht so häufig Leute an Bord haben und sich dann auch selbst durch Freunde plötzlich, obwohl sie dachten, Mensch, jetzt haben wir mal eine schöne Situation und mal einen schönen gemeinsamen Turn, sich irgendwie eingeschränkt und gestört fühlen, weil sie es gar nicht gewohnt sind, dass fremde Menschen an Bord sind oder dass überhaupt andere Menschen an Bord sind, jetzt selbst wenn sie nicht fremd sind. Das war bei mir ja ganz anders. Ich war es ja komplett gewohnt und natürlich, ich habe es auch genossen, wenn ich mal alleine war, muss ich klar sagen.
Mhm. Aber die Momente waren eben dann doch selten. Wir haben Berichte ausgewertet von Leuten für unser Buch auch, wo es so Freundschaftscrews gab, die auch miteinander geschartert haben, die dann relativ plötzlich dadurch, dass jetzt in dem Fall der Skipper was für seine Fortbildung getan hat, mal einen Sicherheitslehrgang gemacht hat und sowas, plötzlich mit neuen Moden da an Bord ankam und sagte, er möchte jetzt auf diese und jene Aspekte ein bisschen genauer achten. Und die sagten, was ist denn mit dir los? Und bleib mal locker, Alter, und so. Und das führte so richtig zu Stress unter denen. Also, dass die Freunde offenbar die Freundschaftsebene gefährdet sahen, weil der jetzt einen anderen Sicherheitsstandard praktizieren wollte. Naja, und wenn der dann plötzlich sehr viel mehr Boss raushängen lässt als vorher vielleicht zum Beispiel, solche Geschichten. Es ist nicht einfach. Also ein Gefüge an Bord ist ein sehr spezielles psychologisches Potpourri. Richard, da habt ihr euch ja sehr intensiv mit beschäftigt, mit dem psychologischen Gefüge. auf der theoretischen Ebene, sage ich jetzt mal so in eurem Buch. Ne? Auch auf der theoretischen Ebene, ja. Weil hier ja ungefähr noch so 2000 Leute zuhören, die jetzt wissen, dass du ein Buch geschrieben hast, aber noch kein Wort über dein Buch gehört haben. Ja. Ich will ja auch wissen, was da drin steht. Naja, wir haben uns, wenn es um, das Thema ist ja das Team an Bord, also unser Thema ist das Team an Bord. Und wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, was es in Bezug auf Teamarbeit für Erfahrungen, Untersuchungen und Theorien gibt. Und unser genereller Ausgangspunkt ist ja gewesen, als wir vor Jahren damit angefangen sind, ist ein Sicherheitsaspekt gewesen. Also wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie macht man Turns sicher und wie kann man auf die Ressourcen der Crew zurückgreifen und wie kann man die Ressourcen der Crew, also die Fähigkeiten, die da vorhanden sind, fördern und einbinden. Das war eigentlich die Voraussetzung. Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch so mit Krisenstäben und sowas alles beschäftigt. Und dann kam das Stichwort CRM, Crew Resource Management, das kommt hauptsächlich aus der Fliegerei. Also es ist inzwischen in der Fliegerei ja Standardmethode, Krisensituationen zu überwinden, indem man die Ressourcen der Crew und sei es nur des Co-Piloten nutzt und nicht hierarchisch agiert. Ich glaube, in der Fliegerei gibt es inzwischen gar keine Hierarchie in dem Sinne mehr. Also der Pilot kann gar nichts entscheiden, ohne die Meinung seines Co-Piloten eingeholt zu haben. Das geht gar nicht mehr. Ja, so auf dem Weg sind wir gekommen. Und dann kam eben die Frage, was brauchen gut funktionierende Teams? Und da kam dann dieses Modell, was aus der Teamforschung kommt, in dessen Zentrum das sogenannte subjektive Kompetenzempfinden der einzelnen Crewmitglieder ist. Das heißt, fühle ich mich einer Sache gewachsen im Grunde genommen. Da gibt es dann wieder so ein Tankmodell, das kann man füllen durch verschiedene, dieses subjektive Kompetenzempfinden kann man durch verschiedene Maßnahmen füllen. Das will ich jetzt nicht alles theoretisch ausbreiten, aber mir hat das sehr geholfen. Immer dann, wenn ich zum Beispiel auch solche Situationen an Bord hatte, wo ich dachte, Mann, was ist das jetzt für ein Stinker und wieso verhält er sich jetzt so? Wenn ich dann die Frage stelle, vielleicht ist dem sein subjektives Kompetenzempfinden im Moment gefährdet und mir die Frage stelle, was kann ich tun, um das wieder ein bisschen aufzufüllen, ermöglicht mir das, von so einem Zustand sauer zu sein, wegzukommen. Mhm. Ich bin nämlich erstmal sauer über so einen Kerl, muss ich ja nun mal so sagen. Ne? Ja, und wenn man da irgendwelche Hilfsmittel hat, sehr interessiert, wie man das auch theoretisch vielleicht für sich wieder ein bisschen bessern kann. Also mir hat das in den letzten Jahren sehr geholfen und das ist immer, inzwischen ist das so ein Schlagwort. Aber kannst du das ein bisschen mit einem Beispiel ein bisschen untermalen, wenn du sagst, du hast so eine Situation, wo du so einen Stinkstiefel hast, der nicht richtig mitmacht, der nicht richtig will und du weißt nicht warum und du sagst, du bist sauer. Wie reagierst du dann? Dann versuche ich ihn einzubinden und versuche rauszukriegen, wo könnte er eventuell
in eine Situation gekommen sein gegenüber der Crew und gegenüber sich selber, wo er eventuell sich selbst überfordert hatte, wo er sich selber so dargestellt hat, wie er eigentlich wirklich gar nicht ist, nach ja. außen hin und dann sich selbst gegenüber auch. Und also vielleicht auch so ein, was Marek, was du vorhin schon sagtest, so ein Missverständnis erstmal als Grundlage erstmal annehmen, dass der da vielleicht aus Versehen reingerutscht ist und deswegen so eine Haltung entwickelt hat. Auch für ihn selber, denke ich. Also ja. wenn man dann schafft zu sehen, was kann er eigentlich wirklich gut ja. und ihn da dann einsetzt und er das Erfolgserlebnis hat, dann richtig. Ist eigentlich auch schnell wieder alles gut. Aber ja. wenn er sich diese falschen Sachen zutraut und dabei scheitert, dann ist das eben häufig auch gepaart mit andere ärgern, weil man ärgerlich ist mit sich selber. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, das will ich jetzt gar nicht als allgemeingültige Weisheit darstellen, aber mir hilft das. Ich habe mir angewöhnt, bei Anfangsbesprechungen auf Turns die Leute nicht nach ihren Erfahrungen zu fragen. Nicht nach ihren Vorerfahrungen. Schon, was sie vom Beruf sind, ob sie Maschinenschlosser sind oder sowas, das interessiert mich natürlich, was sie so für Qualifikationen haben. Aber was habt ihr eigentlich alles für Erfahrungen? Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass da das Blaue vom Himmel runter erzählt wird. Und die Wellen werden mit jeder Story höher. Und das bringt diejenigen, die diese Storys erzählen, ganz schnell in eine Situation, wo sie von ihren Kollegen verglichen werden. Also wo das, was sie da in der Eingangsbesprechung groß getönt haben, verglichen wird mit dem Achtknoten, den sie kaum hinkriegen. Und diese Situation möchte ich Ihnen ersparen, indem ich da gar nicht nachfrage. Und das sage ich auch. Interessanter Ansatz, ja. Also ich frage da nicht nach und ich sag den Leuten in der Crew, ich gehe von null Erfahrung aus. Jeder, der hier an Bord kommt, bei dem gehe ich von null Erfahrung aus. Und was man jetzt wirklich schon, dann erkläre ich noch, dass aus meiner Sicht die ganze Materie so komplex ist, dass sie sowieso niemand zu 100% kann. Dass es also immer um die Frage geht, wer kann welche, wie viel Prozent, wovon. Ja. Und das wird sich im Laufe der nächsten 2 Tage alles rausstellen. Und dann werden wir alle gemeinsam an unserem Kompetenzzuwachs arbeiten und uns da einfinden, wo wir stehen. Und das hilft, glaube ich, immens. Also mir hilft es auf jeden Fall und ich habe bisher auch immer bei den Leuten Erleichterung gespürt. Also es kommen schon viele so an Bord, dass sie denken, sie müssen erstmal was bieten. Also ich habe tatsächlich auch beobachtet, wenn ich manchmal irgendwo mitgesegelt bin, dass man auch sich selbst ganz leicht in so eine Situation reinbringt, jetzt nicht als Skipper, sondern als Mitsegler. Wenn man irgendwie gefragt wird, so Mensch, was hast du denn schon gemacht? Und dann erzählt man irgendwie, man ist über den Atlantik gesegelt, man ist da gesegelt, dass man dann plötzlich in so einen heiligen Status ja auch hineingerät, in dem man sich selbst überhaupt nicht fühlt, weil ich bin für mein Leben vorher noch nie, weiß der Geier, jetzt da in diesem Revier unterwegs gewesen, in dem ich jetzt gerade mal mitsegel. Ich kenne das Revier nicht, ich weiß vielleicht, wie man segelt, aber ich kenne das Revier nicht, ich kenne das Schiff nicht. Und dann plötzlich hat man so eine Rolle zugeschrieben bekommen, die einem gar nicht hilfreich ist. Und dann ist man in dem Zwang, die zu erfüllen. Ja. Das kann sehr tragisch sein. Und ich glaube, dass das, nach meinen Erfahrungen, gehört das mit zu vielen Ursachen, Stinkstiefel zu werden. In den Augen der anderen. Naja, es ist ein bisschen zwiespältig, auch für mich. Gleichzeitig muss man, also ich zumindest muss aufpassen, dass ich bestimmten Menschen nicht etwas erkläre, was sie ja sowieso schon wissen. Denn da geht es dann gleich ganz schnell rückwärts und der Motto, ja, weiß ich doch. Das kann ich auch. Also komm, das musst du mir jetzt wirklich nicht mehr erklären. So, selbst wenn es theoretisch notwendig ist, wenn ich merke, Klampe belegen zum Beispiel, schönes Beispiel, ist ja eigentlich was du täglich 15 Mal machst und spätestens nach ein paar Jahren Segeln eigentlich drauf haben solltest, wie häufig das noch immer nicht funktioniert. Und wenn man dann Menschen, die eigentlich glauben, sie können das ja sowieso schon, was das nochmal wieder nahebringt, habe ich auch erlebt, dass es dann erst recht nicht geht. Das kann nach hinten losgehen. Es ist unglaublich schwierig, finde ich, einzuschätzen, wo darf ich jetzt noch mal wieder was erklären und wo nicht. Ich versuche das auch immer aufzufangen, indem ich sage, Leute, ich weiß nicht, was ihr könnt. Also sagt mir,
ey Mann, das kann ich doch schon, ich erkläre es erstmal. Ich muss es auch erstmal erklären. Jetzt kann nicht jeder das Gleiche können. Also erkläre ich das. Und wenn ihr das schon könnt, ist ja auch super. Sagt einfach, oder braucht es dann, jeder hat auch andere Ansätze. Der eine macht, naja, jetzt nicht den Knoten, aber zum Beispiel Klampe belegen so und der andere so und so weiter. Da hat ja auch jeder einen anderen Herangehenspunkt. Aber da fängt es eigentlich schon an. Mhm. Wem darf ich noch was sagen? Wem kann ich noch was beibringen? Wer will auf keinen Fall was mehr lernen, ohne dass das zugeben würde? Mhm. Nicht so ganz einfach. Ich glaube, da schließt sich der Kreis von vorhin wieder, dass du es als Frau doch schwerer hast. Ja, also... Wenn der alte Jeske dir zeigt, wie die Klampe belegt wird, dann nimmst du das nochmal so hin. Ich glaube, aber da ist der Unterschied, ist, glaube ich, in erster Linie der, wenn du mit dem alten Jeske unterwegs bist, dann bist du ja mit einer Segelschule unterwegs. Da ist, glaube ich, das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle, dass du an der Stelle, du bist halt einfach in der Rolle des Lehrers an Bord. Das ist dein Job, mir eventuell auch Dinge zu erzählen, die ich schon weiß. Und jeder, der an Bord kommt, kommt, weil er was lernen will, ganz klar. Ja, und weil er ja auch damit schon zugibt, ich kann was nicht. Und deswegen komme ich zu dir. Zumindest sollte das so sein. Du guckst skeptisch. Nachdenklich, sag ich mal. Also ich möchte gerne nachdenklich gucken. Also ich habe ja schon auch manchmal Leute, die an Bord kommen, mit der klaren Vorstellung, mich zu unterstützen. Mhm. Ja, es ist ja auch manchmal so, es gibt ein paar Lags, ein paar Etappen, da brauche ich noch mehr Crew und dann kommt jemand an Bord und sagt, Mensch, ich fahre mit. Manchmal ist es schwieriger fast, wenn die nichts dafür bezahlen, weil ich sie als Crew-Unterstützung brauche. Da ist das, dann kann es schon eher mal ein Kompetenzgerangel schon fast ausarten. Was ich aber klar sagen muss, je älter ich werde, umso einfacher fällt es mir, den Leuten auch klar zu machen, dass sie ruhig sich von mir auch was sagen lassen können. Mhm. Ich habe ja angefangen, ich war 26, glaube ich, als ich die ersten Charterturns Antigua Race Week bin ich damals viel gefahren. Und da hatte ich das erste oder zweite Mal hatte ich fast reine Männercrew. Es war unglaublich schwierig. Mhm. Klein, blond, dann habe ich noch so eine blöde Spitze, so eine Nase, die nach oben führt. Das sieht dann auch mal aus wie so ein kleines Mädchen mit 26. War das viel, viel, viel schwieriger als jetzt. Deswegen bin ich ganz froh. Mhm. Alles wird gut. Ein Patentrezept habe ich für solche Situationen auch nicht. Aber was glaube ich, auch noch hilfreich ist, ist das, was wir in dem im anderen Interview schon mal unter dem Begriff Fehlerfreundlichkeit gefasst haben. Also, dass man versucht, eine Situation zu leben, eine Atmosphäre zu verbreiten, in der Fehler begrüßt werden. Solange sie nicht existenzbedrohend sind, ist jeder Fehler, den man macht, eine Gelegenheit, aus ihm zu lernen. Und das hilft auch, wenn man das schafft, sich zu freuen darüber, wenn ein Fehler gemacht wird. Und das auch zu zeigen und dass das nicht so rüberkommt, als wäre das jetzt ironisch. Das stimmt ja. Das natürlich auch so sein. Dann macht man das auch den Leuten leichter, die das Belegen an der Klampe denn zum dritten Mal erklärt kriegen, obwohl sie es eigentlich schon wissen. Finde ich eigentlich auch immer nicht so schwierig. Also wer kann denn schon alles gleichzeitig behalten? Das ist ja so viel, was du da lernen musst. Eben. Und dementsprechend ist es ja völlig normal, dass man das zwei- oder dreimal macht und auch ein vier- oder fünftes Mal. Das sage ich den Leuten auch vorher, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn jemand dann ankommt und sagt, ja, aber ich mache das immer so, das ist doch viel besser, dann wird es halt irgendwann ein Problem. Weil man sich ja irgendwo einigen muss auf das, wie es jetzt hier an Bord nun mal funktionieren soll. An der Stelle ist dann doch wieder die Hierarchie gefragt. Das ja, es gibt nur eine geht Möglichkeit. Geht auch nicht anders. Es gibt auch Situationen, wo jemand sagt, kann man das nicht lieber so machen? Und mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich erinnere mich an mehrere, gefühlsmäßig an mehrere Situationen, wo ich sage, Mensch, stimmt überhaupt, ja, das kann man so machen. Das ist ja auch schön, man kann da ja auch von anderen lernen. Ab dann entscheide ich aber, dass das so gemacht wird und nicht er. Mhm. Naja, aber das hat ja ganz, ganz viel mit Offenheit, Flexibilität zu tun und mit Teamfähigkeit, also das mag ich immer wieder, dass Leute denken, sie sind teamfähig und im Endeffekt das aber irgendwie gar nicht wissen, was es bedeutet. Mhm. Das sagt sich ja auch gern und schnell mal, ach, ich bin total teamfähig, ich arbeite gut mit anderen Leuten zusammen.
ist aber eine ganz schwere Sache. Denn es bedeutet immer, dass man auch mal Fehler zugeben muss, dass man auch akzeptieren muss, dass jemand anders was besser kann, dass man noch was lernt, auch in Dingen, in denen man schon ganz klar der Meinung war, man weiß, wie es geht. Hm. Teamfähigkeit ist ein großer Begriff. Hm. Skeptisch muss man immer werden, wenn jemand sagt, ich bin der Einzige hier, der teamfähig ist. Alles schon vorgekommen, klar. Okay, ja, das ist dann natürlich das Schwierige. Nochmal ganz kurz zu eurem Buch. Da geht es dann auch so ein bisschen noch mehr um die praktische Umsetzung, um Tipps, auch wie man an Bord nicht nur eine schwierige Crew zusammenkriegt, sondern auch wie man eine, ich sag mal, an sich schon ganz nette Crew einfach nur noch besser funktionieren lassen kann. Aber es ist sicherlich auch interessant für Leute, die nicht nur selber Skippern, sondern sicher auch für Leute, die auf der Suche sind nach Mitsegelgelegenheiten. Ja, auf jeden Fall. Die sich ein bisschen erkundigen und schlau machen wollen. Worauf muss ich eigentlich so ein bisschen gucken, wenn ich mir ein Schiff aussuche? Denn das ist ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Wie eigentlich Leute auf Schiffe kommen. Das ist ja, man denkt immer, das ist bekannt, weil wir uns damit ja auch ganz viel auseinandersetzen. Aber viele Leute wissen immer noch gar nicht, dass sie auch einfach mal erst segeln lernen können, indem sie mitsegeln. Hm. Das merke ich immer wieder. Und freue mich immer sehr, wenn ich jemanden dann noch dafür begeistern kann. Und der dachte, oh, ich muss erstmal meine Scheine machen und dann muss ich irgendwie selber segeln. Das Mitsegeln selber ist manchmal noch gar nicht so bewusst. Wir haben in den Vorveranstaltungen, an denen du ja auch beteiligt warst, das zum Vorstellen der Inhalte des Buches, immer wieder festgestellt, dass es immer wieder Leute gibt, denen stehen teilweise die Tränen in den Augen, wenn die zu uns kommen und sagen, endlich mal einer oder eine, die sagt, dass dieses Gebrülle aufhören muss. Ja. Das scheint noch so weit verbreitet zu sein, dass das einfach ein unfreundlicher Ton an Bord herrscht. Das ist doch immer noch total erstaunlich. Also ich begreife das nicht. Die berühmte DSV-Manöversprache. Ja, wenigstens. Also es ist einfach auch richtig Angebrülle und ja. Das hängt ja mit vielen Situationen zu tun haben. Das kann auch mit fachlicher Unsicherheit zu tun haben. Das kann mit Kommunikationsunsicherheit zu tun haben. Das kann auch damit zu tun haben, dass man einfach so ein Typ ist. Aber es das war uns gar nicht so klar, dass das das Hauptthema des Buches sein kann. Man könnte ja mal sagen, hör mal mit dem Gebrülle auf. Da braucht man kein Buch drüber zu schreiben. Aber wir glauben, dass viele von den Instrumentarien, die wir praktizieren und entwickelt haben und in dem Buch darstellen, kommunikationsmäßig und so weiter, auch dazu beitragen kann, ein vernünftiges Klima an Bord zu kriegen, in dem nicht mehr gebrüllt werden muss. Es ist unglaublich, was Menschen sich heutzutage in der Freizeit noch gefallen lassen. Anbrüllen geht gar nicht. Das ist komplett. Aber es passiert. Tabu. Ach, macht auch gar keinen Sinn. Aber natürlich sieht man es häufig in Situationen, wo derjenige, der die Verantwortung hat, unsicher ist. Ja, zum Beispiel. Und dann wird erstmal losgeschrien und dann wird auch jemand anders dafür verantwortlich gemacht, dass man selber was nicht im Griff hat. Geht natürlich gar nicht. Sagst du so? Ja, aber da muss man eigentlich wirklich da ansetzen, dass man die Skipper viel besser ausbildet, dass man die, die Lehrer auch im Endeffekt besser ausbildet, dass man denen sehr viel mehr mit auf den Weg gibt, dass es hier nicht nur darum geht, Recht zu haben, sondern ein Team zu führen. Das hätte ein Vorwort für unser Buch sein können. Das vielleicht für die nächste Auflage. Ich habe schon jemanden gefunden. was ich eben schon sagte, ist das Thema mit Segeln ein Schiff finden. Man kann mit dir auch immer noch segeln, obwohl du nicht mehr auf Weltreise bist. Es gibt ja so viele Schiffe auf dieser Welt. Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Tolle. In diesem Jahr ein bisschen weniger Katamaran, ein bisschen mehr wieder Mono, aber ich bin auch schon wieder dabei, das Projekt fürs nächste Jahr auf die Beine zu stellen. Das wird auf jeden Fall wieder zwei Rümpfe haben. Okay. Und es gibt verschiedene Turns, die ich fahre. Das ist alles gerade noch so ein bisschen im Entstehen, aber es sind schöne Schiffe, sind schöne Richtungen und unter anderem darunter zum Beispiel die Marlin von Michael Nuck, ein sehr, sehr schönes, auch Aluminiumschiff. Ich liebe natürlich Aluminiumschiff. Und nicht ganz klein. Nicht ganz klein zu gegeben. das wird in diesem Jahr in der Ostsee stattfinden. Ja.
Und dann fahre ich aber auch, was mir sehr viel Spaß macht, um das Frauenthema nochmal wieder ein bisschen aufzugreifen. Und ja, seit langem mein Thema ist für Oceans 11, die Annette Kirch, die sehr viel auch Frauen ermutigt, aufs Wasser zu gehen und eben reine Frauenturns anbietet. Da es ja auch nur funktioniert, wenn auch eine Frau dann die Skipperin ist. Es gibt auch andere, aber... Richtig, aber ich glaube, das untergräbt das ganze Prinzip ein bisschen. Und konsequenter ist es definitiv, wenn das dann auch eine Frau durchführt. Und ich merke ja selber ganz viel, wenn Frauen mit mir segeln, die früher mit ihren Männern gesegelt sind oder auch mit männlichen Skippern, die eben diesen Ton beispielsweise noch verfolgen, wie unsicher die sind und wie viel einfacher ich es dann habe, denen diese Sicherheit wiederzugeben und ihnen klar zu machen, hey, wir sind alle eins, wir sind alle auch ähnlich und mit einer ruhigeren oder zumindest einer sanfteren Methode vielleicht einfach denen ihr Vertrauen wiederzugeben. Das kannst du bestimmt auch genauso, aber es gibt nicht so viele. Und ich merke schon, dass eine ganze Menge von diesen alteingesessenen Skippern auch die Frauen verscheuchen regelrecht vom Wasser. Oder auch die Ehemänner manchmal, weil sie die Situation nicht im Griff haben. Dann haben wir wieder das von eben. Dann fangen sie an, rumzubrüllen. Die Frau sagt, oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder für einen Fehler gemacht? Und hat zum Schluss keine Lust mehr zu segeln. Ganz großes Drama, immer wieder überall gesehen. Und das finde ich total traurig. Ja. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Deswegen mehr Training für Frauen, auch selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, sie zu begreifen, zu lernen und dadurch dann ja auch Spaß dran zu haben. Erst wenn ich was richtig verstehe, habe ich eine Sicherheit. Als Frau ist in Sicherheit einfach ein großes Thema. Ja. Habe die Sicherheit, das dann auch selber zu machen und Spaß dran zu haben. Und ich finde auch gerade, also nicht nur unter der Perspektive, ich will nicht mehr mit Männern segeln, sondern aber auch einfach um diese... auch ein Stück, um das Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, hey, nee, das geht so und so, wir haben das so und so, das machen wir so und so. Oder aber auch einfach, wenn man denn in der klassischen Konstellation zu zweit ist, auf auch gerne mal längeren Etappen oder sowas, dann stehen mir ganz oft auch so ein bisschen die Haare zu Berge, wenn ich dann immer so sage, okay, der eine ist Mitsegler und sagt dann auch von sich, ich bin nur Mitsegler, ich mache da nichts. Ganz großes Sicherheitsthema. Problem, ja. Ganz, ganz wichtig. Ja, seit Jahrzehnten gucke ich mir das an und sehe immer, wie die Frau eigentlich gar nicht richtig segeln kann. So, dann hat sie nicht nur keine Lust dazu, sondern das ist auch ein echtes Sicherheitsrisiko. Wenn er, wir kennen diese unglaublich unglücklichen Fälle, wo er über Bord gegangen ist, manchmal sogar noch angeleint. Und sie hat es nicht geschafft, das Schiff in den Hafen zu bringen. Und da muss ich auch immer wieder sagen, Frauen, das könnt ihr euch doch gar nicht leisten. Das geht doch nicht. Ihr müsst doch so weit segeln lernen, dass ihr das könnt, das Schiff auch selber beherrschen könnt und dann auch viel mehr Spaß dabei habt. Ein Riesenthema leider immer noch. Und ich meine, das ist ja schon eine ganze Weile her, dass ich damit angefangen habe. Aber es sind nur ganz kleine Schritte, die da vorwärts gehen. Nur ganz kleine Schritte. Ich habe hier manchmal Frauen in der Segelschule sitzen, die haben auch Tränen in den Augen und erzählen von ihrem Konflikt, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr mit ihrem Mann segeln wollen, weil der zieht einfach keine Weste an, der geht aufs Vorschiff und zieht keine Weste an. Aber sie wollen ihn auch nicht alleine segeln lassen, weil sie denken, dann ist das noch gefährlicher für ihn. Toller Konflikt, oh mein Gott. Gut, Stärkung der Frauen war das Thema, das wollen wir dann. Ja, also das will ich in diesem Jahr auf jeden Fall. Und egal wo, sind natürlich immer eine ganze Menge, auch die sich eher angesprochen fühlen, weil sie jetzt auch sehen, was ich gemacht habe, was geht. Das ist ja alles nicht so schwer. Wo finde ich da Informationen? Am besten auf meiner Website grundsätzlich. MagSail heißt die M-A-G-Sail. S-A-I-L. M-A-G-S-A-I-L. Okay. Und über euer Buch erfahre ich mehr... Im Buchhandel, aber ihr habt auch eine Webseite. Wir haben auch eine Webseite mit Ideen mit der einfachen Bezeichnung folgenreiche-fortbildung-maritim.de. Wow! Beide Adressen werden wir natürlich verlinken in den Shownotes, wenn man das jetzt nicht so schnell mitgekriegt hat. Und da bietet ihr aber auch nicht nur das Buch an, sondern ihr bietet auch Kurse an, um das direkt mal gleich auszuprobieren und zu erleben. Um die Forderung von der Mareike zu erfüllen, dass Skipper so ausgebildet werden müssen, dass sie die Leute nicht anbrüllen müssen. Sehr gut. Sehr gut, wunderbar. Sehr gut.
Ich hätte noch eine Frage, ja. Und zwar, das ist mehr so ein privates Thema von mir. Du hast gesagt, es gibt ja auch ganz viele Crews, mit denen du dich sehr gut verstanden hast. Wie bist du mit dem Thema, das ist vielleicht ein bisschen zu privat, musst du sagen, wie bist du mit dem Thema Abschied umgegangen? Ich habe immer viel große Probleme mit dem Abschied von Crews gehabt. Gerade wenn auch der Zeitraum so kurz war, bis die Neuen kamen. Und wenn da nur ein Tag dazwischen liegt, hatte ich immer das Gefühl, die Neuen sind ziemlich blöd dran, weil sie permanent von diesen glänzenden Crewmitgliedern mit denen verglichen werden, mit denen ich so große Schwierigkeiten habe, mich von denen zu verabschieden. Kennst du sowas auch? Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Das entsteht natürlich vornehmlich auch, wenn Leute immer wieder kommen, also vermehrt. Das sind ja einige zwei, dreimal während der Reise dabei gewesen. Und das sind dann ja schon enge Freunde. Das ist ja schon Leute, mit denen das Segeln sowieso leichter ist. Sie kennen dich schon aus an Bord. Das wird für mich auch alles insgesamt ein bisschen lockerer. Und dann weiß ich, es kommt die nächste Crew, die kenne ich noch gar nicht und da muss ich jetzt auch wirklich von null anfangen. Ich muss mir auch Mund fusselig sabbeln. Das ist manchmal schon hart. Aber naja, das große Ganze stand ja immer auch unter dem Aspekt, eine Runde zu segeln. Das ist vielleicht auch noch immer einfach, es sind ja auch für mich immer wieder neue Etappen gewesen. Sprich, ich habe jetzt nicht nur eine neue Crew, mit der ich das Gleiche mache wie mit der vorherigen, sondern es sind auch ganz viele andere Sachen, die spannend, aufregend, herausfordernd für mich waren. Nicht nur die Crew selber, sondern eben das nächste Land mit Navigation und Einwanderung und allen möglichen Behörden und Sprachen und whatever. Wetter, ja immer auch. Insofern hat die Crew zwar natürlich den Hauptanteil daran, ob es gut oder nicht so gut wird, aber es sind auch viele andere Aspekte, die mich dann manchmal davon abgelenkt haben, dass die alte Crew, die ich jetzt so ungern ziehen lasse, weg ist. Langweilig wird es ja eh nie, das weiß ja jeder, aber das sind eben viele Aspekte, die mich da dann doch auch nochmal mit darüber gehoben haben und manchmal eben auch die Idee schon zu sagen, okay, und dann bist du das nächste Mal wieder dabei. Also das wieder zurückkehren, das auch einfacher macht, Leute nach Hause gehen zu lassen. Aber klar, also beispielsweise meine Familie, wenn die dann nach Hause sind, das ist schon hart. Und ich bin echt am anderen Ende der Welt, weiß genau, jetzt kommt eine Crew, die ich noch gar nicht kenne und vielleicht auch eine Etappe. Einmal schlucken, durchatmen und wieder von vorne. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich auch der Aspekt, was mich nicht tötet, härtet ab. Man lernt dadurch ja ganz schön viel. Man wird auch. Dann auch so eine Professionalisierung auch einfach muss dann sein. Da geht nicht ein Stück weit stattfindet. Okay, ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr hier ein bisschen in diesem, ich sag mal, nicht ganz typischen Segelradio mit mir verbracht habt, wo wir uns ein bisschen nicht so viel übers Reisen, sondern mehr übers Leben an Bord unterhalten haben. Übers Reisen von Mareike wollen wir natürlich auch ganz gerne noch ein bisschen was wissen. Und ich hatte ja auch eigentlich überlegt gehabt, mit ihr nochmal einen separaten Podcast zu machen. Da kam mir jetzt Hans-Jürgen Mende ein bisschen zuvor und hat sich eine Stunde mit ihr im Radio unterhalten. Und ich habe jetzt gerade gehört, bei NDR Info gibt's jetzt auch noch was. Und da ich glaube, die Jungs können das allesamt sowieso viel besser als ich, werden wir dann einfach in den Shownotes die dazugehörigen Mediathek-Episoden verlinken. Aber man kann dich auch live sehen. Ja, ich fange jetzt an mit meiner Vortragsreihe. Das heißt, ich erzähle über meine Reise und zeige vor allen Dingen die ganzen schönen Bilder zum Träumen, damit man ein bisschen was Buntes bekommt. Kann man alles auf meiner Seite dann nachlesen, wann, wie, wo. Naja, und wenn ich dann irgendwie noch ein bisschen Zeit finde, schreibe ich ja auch noch ein Buch über die Reise, aber das muss noch ein bisschen warten. Muss noch ein bisschen warten. Ist auch noch kein Termin für. Nein, ich hatte mir mal einen Termin gesetzt, den habe ich schon leider verschieben müssen. Insofern sagen wir mal dieses Jahr auf jeden Fall. Okay, das heißt, dann werden wir uns nächstes Jahr nach der Boot in Düsseldorf zusammensetzen und nochmal über deine Reise und über dein Buch in Ruhe reden. Das ist eine schöne Idee. Schöne Idee. Ja, sehr. Ne? Sehr gut. Ja, Mareike, vielen Dank. Danke euch, hat Spaß gemacht. Dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß. Und bei der Zuhörerschaft bedanken wir uns natürlich auch für die Aufmerksamkeit. Und die Geduld, wir haben ganz schön lang geredet hier. Das tun wir. Stunde 30. Stunde 30. Immerhin. Super.